Ich begrüße Sie zum Video Mannigfaltigkeiten und Untermannigfaltigkeiten. In diesem Video wird es vor allem darum gehen, wie sich im n-dimensionalen Raum R auch n Kurven und sogenannte Hyperflächen darstellen lassen und wie man an Kurven Tangentenvektoren und auf Hyperflächen normalen Vektoren berechnen kann. Zunächst aber einmal, was versteht man überhaupt unter einer Mannigfaltigkeit? Ohne auf die exakte mathematische Definition einzugehen, reicht es in der Physik bzw. in den Ingenieurwissenschaften völlig aus, mit dem folgenden Mannigfaltigkeitsbegriff zu arbeiten, den ich hier als Definition schon einmal hingeschrieben habe. Sei also n eine natürliche Zahl, unter einer n-dimensionalen Mannigfaltigkeit verstehen wir eine Menge von Punkten, die jedem Punkt p aus der Mannigfaltigkeit ein n-Tupel von Koordinaten zuordnet. Und dieses n-Tupel wollen wir im Allgemeinen bezeichnen mit q oben 1 indiziert, q oben 2 indiziert und so weiter bis q oben n indiziert. Das heißt, jeder Punkt p wird durch n-Koordinaten q oben i eindeutig identifiziert und umgekehrt. Bevor wir uns einige Beispiele ansehen, möchte ich zuvor noch zwei Bemerkungen machen. Und zwar die erste Bemerkung ist die folgende. Wenn wir hier von Koordinaten sprechen, dann erfordert das zunächst einmal die Einführung eines geeigneten Koordinatensystems. Beispiel können wir das uns gewohnte kartesische Koordinatensystem benutzen, bei dem die Koordinatenachsen, wie Sie wissen, alle paarweise senkrecht aufeinander stehen. Und dann wollen wir folgende Vereinbarung treffen. Das führt dann zur Notation. Wenn wir kartesische Koordinaten benutzen, also kartesische Koordinaten, dann wollen wir und nur diese Koordinaten, dann wollen wir diese Koordinaten bezeichnen mit x oben 1, x oben 2, x oben 3 und so weiter bis x oben n. Andere Koordinaten als kartesische Koordinaten wollen wir dann mit q oben 1, q oben 2 und so weiter bis q oben n bezeichnen. Also q oben 1, q oben 2 und so weiter bis q oben n. Also nur die kartesischen Koordinaten bezeichnen wir ausschließlich mit x und die sind dann oben indiziert. Und die zweite Bemerkung ist, Koordinaten werden grundsätzlich oben indiziert und sind nicht etwa kontravariante Koordinaten. Von Kontravarianten bzw. Kovariantengrößen spricht man erst dann, wenn man zusätzlich zum Koordinatensystem noch ein Basissystem einführt. Warum die Koordinaten oben indiziert werden, das wird erst später klar und macht auch einen Sinn, wie wir noch sehen werden. So, wir betrachten jetzt zunächst einmal in diesem Video nur kartesische Koordinaten und zusätzlich noch die Standardbasis, also die orthonormierten Basisvektoren E1, E2 und so weiter bis En. Ich zeichne das vielleicht hier einmal im zweidimensionalen Fall einmal hin. Wir haben hier zwei Koordinatenachsen, hier bezeichnet mit 1 und 2. Und wir betrachten hier in diesem kartesischen Koordinatensystem einmal einen Punkt. Und dieser Punkt P wird durch zwei Koordinaten, nämlich x oben 1 und x oben 2 beschrieben. Also der Punkt lässt sich beschreiben durch die beiden Koordinaten x oben 1 und x oben 2. Führen wir jetzt zusätzlich in diesem Koordinatensystem noch die Standardbasis oder die kanonische Basis, wie man sagt, ein, das heißt die Basisvektoren E1 und E2, die ja bekanntlich alle die Länge 1 haben und in den Koordinatenachsen liegen, dann lässt sich jeder Punkt P auch identifizieren mit einem Ortsvektor, der vom Koordinatenursprung in den Punkt P zeigt. Dieser Vektor x hätte dann folgende Darstellung. Die Koordinaten wären in diesem Spezialfall, wo wir also kartesische Koordinaten nehmen und die Standardbasis, dann wären diese Koordinaten auch gleich die Komponenten dieses Vektors. Also in diesem Sonderfall gilt tatsächlich, dass der Vektor x sich darstellen lässt als die Multiplikation der Iten-Koordinate mit dem Iten-Einheitsvektor. Und das i läuft in unserem Fall hier von 1 bis 2. Also in diesem Spezialfall können wir sagen, dass die Koordinaten identisch sind mit den Komponenten des Vektors. Führen wir hier allerdings eine andere Basis als die Standardbasis 1, beispielsweise die Basisvektoren G1 und G2, die ich hier mal in grün jetzt einzeichne, dann stimmen natürlich diese Koordinaten x oben i nicht mehr mit den Komponenten des Vektors überein.
So, vielleicht betrachten wir im nächsten Schritt jetzt mal einige Beispiele. Und zwar betrachten wir hier den RN ausschließlich mit kartesischen Koordinaten. Also Beispiele für Mannigfaltigkeiten. Und zwar betrachten wir den R hoch N mit kartesischen Koordinaten. Vielleicht zunächst einmal den ersten Fall, wenn wir n gleich 3 einmal wählen, dann ist die Menge der Punkte im R hoch 3 nach unserer Definition offensichtlich eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit, da jeder Punkt im R hoch 3 sich durch drei kartesische Koordinaten darstellen lässt. Und diese drei kartesischen Koordinaten wären dann x oben 1, x oben 2 und x oben 3. Und wie Sie das aus der Analysis her kennen, würde man hier x oben 1 sinnvollerweise hier einfach mit x abkürzen, x oben 2 mit y und x oben 3 wie gewohnt mit der Variablen z. Wenn wir jetzt den Fall n größer 3 betrachten, dann sagen wir, dass da r hoch n ein sogenannter Hyperraum ist. Und dieser Hyperraum, das schreiben wir erstmal hin, r hoch n heißt in diesem Fall, wenn n größer als 3 ist, Hyperraum. Und jeder Punkt aus diesem Hyperraum lässt sich wieder eindeutig durch n-Koordinaten beschreiben, nämlich mit den Koordinaten x1, x2, wir sind hier bei kartesischen Koordinaten, bis x oben n. Und das ist dann eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit. Zum nächsten Schritt wollen wir uns mit sogenannten Untermannigfaltigkeiten bzw. Teilmannigfaltigkeiten des R hoch n beschäftigen und wollen zunächst einmal den Begriff der Kurve einführen, also Kurven im R hoch n. Was ist eine Kurve im R hoch n? Wir betrachten wieder hier kartesische Koordinaten zunächst einmal und alle Koordinaten bei einer Kurve lassen sich dann durch einen einzigen Parameter parametrisieren. Das heißt, jede Koordinate x oben i ist eine Funktion von einem Parameter und diesen Parameter bezeichne ich hier mal mit t. Und das gilt für alle Koordinaten, also für alle i aus der Menge 1, 2 und so weiter bis n. Das heißt, wir haben hier also n Gleichung vorliegen mit einem Parameter. Und da wir hier nur einen Parameter haben, sprechen wir hier von einer sogenannten eindimensionalen Untermannigfaltigkeit bzw. Teilmannigfaltigkeit des R hoch n. Also ein Parameter, das schreibe ich hier rechts nochmal hin. Daraus folgt, wir haben hier eine eindimensionale Untermannigfaltigkeit, beziehungsweise Sie können auch sagen Teilmannigfaltigkeit des R hoch n, weil nur ein einziger Parameter benötigt wird. Vielleicht machen wir gleich mal ein Beispiel dazu. Und zwar betrachten wir einmal die sogenannte Helix im dreidimensionalen Raum. Also Beispiel, wir wollen uns einmal die Parametrisierung anschauen der Helix im R hoch 3. Die Helix wird folgendermaßen parametrisiert. Die Koordinate x oben 1 ist eine Funktion, die von t, von dem einen Parameter t abhängt und ist gerade Cosinus t. Die zweite Koordinate x oben 2 von t wäre dann gerade Sinus t und schließlich die dritte Koordinate x oben 3 von t soll jetzt mal hier ein Fünftel t sein. Wobei das t hier Zahlen sind aus dem abgeschlossenen Intervall von 0 bis 4 Pi. Dann sehen Sie also, durch die ersten beiden Koordinaten x1 von t und x2 von t wird offensichtlich gerade ein Kreis beschrieben, der sich mit zunehmendem t nach oben entlang der x3-Achse windet. Und das habe ich hier schon einmal als Skizze oder Bild vorbereitet, wie Sie sehen. Sie sehen hier also die Helix dargestellt für einen Parameter im Intervall von 0 bis 4 t. Das sind also zwei vollständige Umdrehungen, wie Sie sehen. Und wir wollen jetzt im nächsten Schritt einmal Tangentenvektoren an Kurven bestimmen. Das ist also unser nächster Punkt hier. Tangentenvektoren. Wie berechnet man Tangentenvektoren an
Kurven. Wir gehen hier wieder von aus, dass wir hier kartesische Koordinaten im R auch n betrachten und wir betrachten die kanonische Basis, also die Standardbasis. Das heißt, die Basis besteht aus den Basisvektoren e unten 1, e unten 2 und so weiter bis e unten n. Und dann können wir ja, wie wir das vorhin schon gesehen haben, jeden Punkt dieser Kurve durch einen Ortsvektor darstellen, den ich hier mit x von t bezeichnen möchte. Und das wäre in diesem Fall gerade x oben i von t multipliziert mit ei, denn die Komponenten sind gleich den Koordinaten in diesem Sonderfall, wie wir ja schon wissen. Und diese Kurve beschreibt im Allgemeinen beispielsweise in der Physik die Bewegung oder die Bahn eines Massenpunktes. Und da ist es auch sinnvoll, hier den Parameter mit t zu bezeichnen. Das t steht hier letztendlich für die Zeit. Also Sie sehen hier letztendlich, wenn Sie so wollen, die zeitliche Entwicklung eines Massenpunktes, der sich auf einer Kurve in einem dreidimensionalen oder n-dimensionalen Raum bewegt. Und wir wollen jetzt hier folgende Annahme machen. Und zwar wollen wir annehmen, dass diese Kurve differenzierbar ist. Kurve sei differenzierbar. Das bedeutet also, alle Koordinatenfunktionen sollen differenzierbar sein. Und dann sprechen wir in diesem Fall, wenn die Kurve differenzierbar ist, von einer sogenannten eindimensionalen differenzierbaren Untermannigfaltigkeit. Untermannigfaltigkeit. So, kurz schauen wir uns das Ganze mal an. Das sei beispielsweise jetzt mal irgendeine Kurve im R auch n. Und wir legen hier irgendwo mal den Koordinatenursprung fest. Den bezeichne ich hier einfach mal mit O. Und dann betrachten wir zwei benachbarte Punkte auf dieser Kurve. Diese Punkte bezeichne ich hier mal mit P und mit Q. Und dann können wir diese beiden Punkte auch durch Ortsvektoren beschreiben. Beispielsweise der Punkt P sei durch den Ortsvektor x in Abhängigkeit der Zeit t dargestellt und der Punkt q durch den Ortsvektor zu einem kleinen Zeitpunkt später, also x an der Stelle t plus Delta t. Dann können wir zunächst einmal den Sekantenvektor hier einführen. Das ist ein Vektor, der vom Punkt p zum Punkt q zeigt. Den habe ich hier mal blau eingetragen. Diesen möchte ich hier mit Delta x bezeichnen. Und nach den Rechenregeln der Vektorrechnung gilt doch dann Folgendes, dass für den Sekantenvektor folgende Gleichung gilt, und zwar, dass Delta x sich darstellen lässt als x an der Stelle t plus Delta t minus x an der Stelle t. Und wenn wir jetzt einmal die zeitliche Ableitung betrachten, oder besser gesagt den Differenzenquotient Delta x dividiert durch Delta t, dann erhalten wir in der Physik sowas Ähnliches wie eine durchschnittliche Geschwindigkeit. Bilden wir dann noch den Limes Delta t gegen 0, dann erhalten wir physikalisch gesehen gerade die Geschwindigkeit eines Massenpunktes, der sich auf dieser Kurve bewegt. Und das wäre hier gerade der Tangentenvektor, den ich hier mal mit t bezeichnen möchte. Also das ist ausführlich geschrieben, der Limes Delta t gegen 0 von dem Differenzenquotient x an der Stelle t plus Delta t minus x an der Stelle t und das Ganze dividiert durch Delta t. Und dieser Grenzwert wird auch existieren, da wir ja angenommen haben, dass diese Kurve ja differenzierbar sein soll. Und das Ganze können wir dann kurz auch schreiben, das ist dx in Abhängigkeit von t abgeleitet nach t. Oder in Komponentenschreibweise können wir auch schreiben, das ist Limes Delta t gegen 0 von der iten Koordinate x oben i an der Stelle t plus Delta t minus x oben i an der Stelle t, das Ganze dividiert durch Delta t, multipliziert mit dem Einheitsvektor e unten i. Oder kurz geschrieben, das ist die zeitliche Ableitung der iten Koordinate x oben i in Abhängigkeit von t nach dt, multipliziert mit dem Einheitsvektor ei. Und daraus folgt, wenn wir jetzt die ite Koordinate, also die zeitliche Ableitung der iten Koordinate betrachten, dann ist das gerade die ite-Komponente
des Vektors x von t abgeleitet nach t. Und da der Index hier oben steht, ich rahme das hier vielleicht noch einmal ein in blau, der Index i steht hier also oben, wie Sie hier sehen. Deswegen werden wir auch den Index hier nach oben setzen. Und das ist gerade von dem Vektor t in Abhängigkeit von t, also dem Tangentenvektor in Abhängigkeit von t, gerade die i-te Koordinate oder Komponente. Vielleicht ein Beispiel dazu. Wir betrachten dazu noch einmal die Helix. Die Helix wurde ja beschrieben, wie Sie hier sehen, durch die drei Koordinaten x1, x2 und x3 in Abhängigkeit von t. Um jetzt den Tangentenvektor zu bestimmen, müssen Sie letztendlich einfach nur die Ableitung dieser Koordinaten bilden. Das heißt, in der ersten Zeile steht dann gerade die Ableitung von dx1 nach dt, dann dx2 nach dt und schließlich dx3 nach dt. So leiten wir das Ganze einmal nach t ab. Der Cosinus abgeleitet nach t liefert ja bekanntlich minus Sinus t. Der Sinus abgeleitet wiederum Cosinus von t und ein Fünftel t abgeleitet gibt gerade ein Fünftel. Betrachten wir jetzt einmal speziell den Tangentenvektor für den Parameter t gleich 0, also t an der Stelle 0, dann erhalten wir ja offensichtlich ja minus Sinus von 0, das ist 0, Cosinus von 0 ist 1 und ein Fünftel an der Stelle 0 bleibt natürlich ein Fünftel. Diesen Tangentenvektor möchte ich hier an die Helix einmal einzeichnen, an der Stelle t gleich 0, das heißt dort, wo die Helix gerade beginnt, hier unten im Koordinatensystem, und das möchte ich hier mal in blau eintragen. Wir müssen dazu im Punkte t gleich 0 eine Einheit in Richtung x2 gehen, das habe ich immer mit blau angedeutet, und ein Fünftel nach oben laufen. Dann erhalten wir hier also einen Vektor, wie Sie sehen, der würde dann ungefähr so aussehen. Das wäre hier also der Tangentenvektor zur Zeit t gleich 0 oder wo der Parameter den Wert t gleich 0 annimmt. Im nächsten Schritt wollen wir uns jetzt mit Hyperflächen im R auch N beschäftigen. Auch das sind Untermannigfaltigkeiten des R auch N, also Hyperflächen. Erstmal die Überschrift hier setzen. Hyperflächen im R hoch N. Hyperflächen sind Flächen, wobei die Koordinaten jetzt nicht nur von einem Parameter abhängen, sondern in unserem Fall von n-1 Koordinaten. Das heißt, jede Koordinate, wir betrachten hier wieder kartesische Koordinaten, jede kartesische Koordinate x oben i ist eine Funktion jetzt von n-1 Parametern und die möchte ich hier bezeichnen mit t oben 1, t oben 2 und so weiter, bis t oben n minus 1. Und das muss gelten für jede Koordinate, also für alle i aus der Menge 1, 2 und so weiter bis n. Wir haben ja also, wie Sie sehen, offensichtlich n Funktionen vorliegen mit n minus 1 Parametern. Diese Darstellung nennt man gewöhnlich die sogenannte explizite Darstellung. Explizite Darstellung der n-1 dimensionalen Hyperfläche. n-1 dimensional deswegen, weil wir hier n-1 Parameter haben. Vielleicht ein Spezialfall noch einmal. Betrachten wir mal den Spezialfall n gleich 3. Wir sind also hier im dreidimensionalen Raum. Das ist also unser Raum, der Raum, dreidimensionale Raum unserer Anschauung. Und da wissen wir, wenn wir eine Fläche im dreidimensionalen Raum parametrisieren wollen, dann brauchen wir zwei Parameter. Das heißt also, ein Parameter weniger, wie die Dimension des Raumes gerade ist. Haben wir jetzt den Fall n größer 3, das hatte ich ja vorhin am Anfang des Videos schon gesagt, dann ist unser Raum ein sogenannter Hyperraum. Raum ist ein Hyperraum. Und eine n-1 dimensionale Untermannigfaltigkeit, also eine n-1 dimensionale Hyperfläche, ist dann charakterisiert durch n-1 Parametern. Und wir sprechen dann hier in diesem Fall von einem n-1 dimensionalen
dimensionaler oder n-1 dimensionaler Untermannigfaltigkeit. Untermannigfaltigkeit. So allgemein also wird also eine Hyperfläche oder eine n-1 dimensionale Untermannigfaltigkeit bzw. Teilmannigfaltigkeit durch n solcher Gleichungen, wo die Koordinatenfunktion also abhängt oder jede Koordinate abhängt von n-1 Parametern. Nehmen wir einmal an, dass wir jetzt diese n-Gleichung nach diesen n-1 Parametern auflösen können. Also das wollen wir hier annehmen. Annahme. Xi lassen sich nach den Parametern T1, T2 und so weiter bis Tn auflösen. Wie auch immer das geht, wir nehmen einmal an, das funktioniert, dann würden von diesen n-Gleichungen, dann würde nur noch eine einzige Gleichung überbleiben und die könnten wir dann in folgende Form schreiben, nämlich als Funktion in Abhängigkeit der Koordinaten x1, x2 und so weiter bis xn gleich 0. Und diese Darstellung nennt man dann die implizite Darstellung der n-1 dimensionalen Hyperfläche. Vielleicht betrachten wir mal ein Beispiel, dann wird das vielleicht etwas klarer. Also ein Beispiel wollen wir hier betrachten, und zwar die Oberfläche der Einheitskugel. Die Oberfläche der Einheitskugel in dreidimensionalen Raum, also unserem Raum der Anschauung. Wie man diese Oberfläche parametrisieren kann, das habe ich in der Analyse schon gezeigt. Ich möchte das hier nur kurz noch einmal wiederholen. Dazu ist es sinnvoll, diese Parameter T1, wir brauchen jetzt also zwei Parameter, T1 bezeichnen wir durch Theta und den zweiten Parameter T2, das ist der Azimutwinkel Phi. Dann lässt sich die Oberfläche der Einheitskugel im dreidimensionalen Raum folgendermaßen parametrisieren: durch die Koordinaten x1 in Abhängigkeit von Theta und Phi. Und das wäre hier gerade Sinus Theta multipliziert mit Cosinus Phi. Die zweite Koordinate hängt ebenfalls von Theta und Phi ab. Die lässt sich dann darstellen durch Sinus Theta multipliziert mit Sinus Phi und schließlich die dritte Koordinate x oben 3 von Theta und Phi würde sich dann darstellen lassen durch Cosinus Theta. Wobei hier der Winkel Theta ein Winkel ist aus dem abgeschlossenen Intervall von 0 bis Pi und der Azimutwinkel Phi ist ein Winkel aus dem halboffenen Intervall von 0 bis 2 Pi. Das ist also hier eine zweidimensionale Untermannigfaltigkeit im RAuch 3, da wir hier zwei Parameter benutzt haben. Und wie kommen wir jetzt zur impliziten Darstellung? Die implizite Darstellung, dazu müssten wir jetzt diese beiden Parameter, Theta und Phi, aus diesen drei Gleichungen irgendwie auflösen. Und das geht hier durch einen Trick besonders einfach. Dazu betrachten wir einmal die Summe der Quadrate der Koordinaten, also x1 zum Quadrat plus x2 zum Quadrat plus x3 zum Quadrat. Das würde also hier liefern, ja, jede Koordinate quadriert, also Sinus Quadrat Theta, Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi. Theta mal Sinus Quadrat Phi, also Sinus Quadrat Theta Sinus Quadrat Phi und schließlich noch Cosinus Quadrat Theta. Dann können wir hier aus den ersten beiden Summanden offensichtlich Sinus Quadrat Theta ausklammern und es bleibt dann übrig in der Klammer Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi, wie Sie sehen, und noch separat Cosinus Quadrat Theta. Und Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi ist ja bekanntlich gerade 1, sodass hier insgesamt nur noch übrig bleibt Sinus Quadrat Theta plus Cosinus Quadrat Theta und das ist auch gerade 1. Das heißt, zu unserer impliziten Darstellung kommen wir jetzt, indem wir diese 1 hier auf die linke Seite nochmal rüberbringen
unterhalten dann, also daraus folgt folgende Darstellung, nämlich eine Funktion in Abhängigkeit von x1, x2 und x3, also von den drei kartesischen Koordinaten. Und das wäre gerade x1 Quadrat minus plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. Und die 1 haben wir ja noch auf die linke Seite rübergezogen, also minus 1, und das ist dann gerade 0. Also wie gesagt, die 1 wurde hier mit auf die linke Seite rübergezogen. Und nun können wir auch an diesen Hyperflächen im Prinzip normalen Vektoren bestimmen. Und dazu erinnern wir uns nochmal an die Analysis, also insbesondere an das Video oder an die Folge Nummer 179. Dort hatte ich gezeigt, und zwar wollen wir den Allgemeinfall jetzt einmal betrachten. Unsere Hyperfläche lässt sich implizit darstellen als f in Abhängigkeit von x1, x2, also von den kartesischen Koordinaten, x oben 1 bis x oben n ist gleich 0. Und hierbei handelt es sich offensichtlich um eine skalare Funktion oder besser gesagt um eine sogenannte Niveaufläche. Niveaufläche zum Niveau. Zum Niveau 0. Und wir wissen aus der Analysis 1, dass der Gradient einer skalaren Funktion immer senkrecht auf der Niveaufläche steht. Das möchte ich hier noch einmal notieren. Der Gradient dieser Funktion f steht immer senkrecht auf der Niveaufläche. Warum das so ist, das hatte ich ausführlich erklärt im Video oder besser gesagt in der Folge Nummer 179 in der Rubrik Analysis 2. Dort finden Sie das. Das heißt, da wir hier kartesische Koordinaten haben und wenn wir jetzt die Standardbasis einführen, können wir also für den normalen Vektor jetzt gerade den Gradienten wählen von f. Das heißt, n ist gerade der Gradient von f und der Gradient von f, das ist ja gerade die partielle Ableitung der Funktion f nach der Variablen x oben i und das Ganze multipliziert mit den Standardbasisvektoren e unten i. Das bedeutet also letztendlich, wenn wir jetzt die partielle Ableitung df nach der i-ten Koordinate betrachten, dann ist das gerade von den normalen Vektoren die i-te Komponente. Und da hier das i unterhalb des Bruchstriches steht, allerdings oben im Exponenten von x, schreiben wir das i trotzdem auch hier nach unten. Und vielleicht betrachten wir noch mal kurz ein kleines Beispiel. Wenn wir unsere Oberfläche der Einheitskugel einmal anschauen, dann haben wir ja gesehen, dass f von x1, x2, x3, dass das ja gerade war, die erste Komponente zum Quadrat plus die zweite Komponente zum Quadrat plus die dritte Komponente zum Quadrat minus 1. Dann erhalten wir hier für den Gradienten offensichtlich folgende Darstellung. Das heißt, wir müssen diese Funktion ableiten nach der ersten Variable. Das gibt 2 mal x oben 1, dann nach der zweiten Variable 2 mal x oben 2 und schließlich nach der dritten Variable gibt 2 mal x oben 3. Ist gleich 2 mal, die 2 können wir ja vorziehen, x1, x2, x3 und das ist einfach 2 mal x. Das heißt letztendlich, dieser Vektor f oder Gradient von f steht dann senkrecht in jedem Punkt auf dieser Einheitsoberfläche. Das möchte ich hier noch einmal andeuten. Das soll einmal die Sphäre der Einheitskugel sein. Betrachten wir hier einen Punkt, der durch den Vektor x charakterisiert wird, dann steht der Vektor Gradient f also senkrecht auf dieser Kugeloberfläche. Das wäre also gerade in unserem Fall jetzt zweimal dem Ortsvektor x.